Nico Krebs und Taio Honorato. Taio Honorato und Nico Krebs sind zwei ganz junge Schweizer Fotografen, die für Zürich West ein enorm witziges und auch ironisches Projekt entwickelt haben. Sie haben nämlich eine ganze Reihe von Überwachungskameras gebaut, die auf dem im Quartier verteilt sind. Teilweise sind sie super gut sichtbar, weil sie 3 Meter hoch sind. Teilweise sind sie komplett unsichtbar, weil sie in irgendwelchen großen Steinen eingebaut sind. Diese Kameras machen Bilder. Das sind Plattenkameras, also wirklich ganz alte Technik. Die machen Bilder, aber diese Bilder werden gemacht ohne einen bestimmten Zweck. Nicht wie die klassischen polizeilichen Überwachungskameras, die entweder Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtübertretungen oder sonstigen illegalen Schwachsinn irgendwie dokumentieren, geht es hier um was anderes. Hier geht es um eine Dokumentation einer Stadt und des Lebens in der Stadt nach einem bestimmten Zufallsprinzip. Und diese Fotos wird man irgendwann sehen können? Die werden irgendwann in eine Ausstellung kommen.